Jetzt ist wieder was passiert. Ich habe 4 von solchen Dingern gespendet bekommen. Das sollen Akkuzellen sein aus einem Elektrobus, die ausgebaut wurden, sinnweise einen kleinen Defekt haben. Hier seht ihr, dass ein bisschen was rausquattert. Ja, der es mir geschickt hat, der wusste auch nicht so richtig, was es ist. Hier stehen nur ein paar chinesische Sachen drauf. Und wenn man hier diesen Typ im Google eingibt, kommt nichts. Ja, bis auf die Herstellerfirma, die das herstellt. Und dann alles auf Chinesisch. Aber diese Daten hier, die sagen ja schon, 3,2 Volt, dass es sich um Lithium-Eisen-Akku handeln könnte. Ein LiFePO sozusagen. Und wenn man da schaut, steht da, dass die bis 3,6 Volt bei 3,6 Volt ihre Ladeschlussspannung haben und bis 2 Volt entladen werden können. 90 Amperestunden steht jetzt hier drauf. Ja, die 90 Amperestunden sollte er haben, wenn er komplett fit ist, wenn er neu ist. Und der hat ja jetzt schon ein Leben hinter sich. Und ich habe mir einen Akku rausgesucht oder den Akku rausgesucht, der am kaputtesten war. Ja, da habe ich hier das ganze Zeugs, das habe ich ein bisschen aufgeschnitten, dann das ganze Zeugs mit dem Schraubenzieher vorsichtig weggekratzt alles und dann zum Schutz nochmal meinen lieben Heißleim drüber getan. Und dann habe ich den Akku mit dem ReMF-Charger geladen. Normales Netzteil, der 5-Volt-Ausgang, das kommt noch mit hier ran. 5-Volt-Ausgang auf dem ReMF-Charger und dann auf dem ReMF-Charger ist ein PNP-ReMF-Charger, ne? Seht ihr hier an der Diodenkonstruktion, ein Vorwiderstand von 2,2 Ohm mit einem Widerstand parallel von 0,47 Ohm. Also es waren dann irgendwas um 0,4 Ohm Vorwiderstand. Hat er schön gebuzzert, hat ungefähr so 4, 4,5 Ampere reingehauen. Und ich will mal sagen, das waren keine 24 Stunden, wo ich den dran hatte. Hier ist jetzt die Amperestundenzahl. 400 Milliampere zieht er noch, bei 2,95 Volt ist er und 93 Amperestunden ist jetzt schon rausgegangen. Das heißt, bis 2 Volt könnte ich ihn noch entladen. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie viele Amperestunden da wirklich drin sind, ob ich über die 100 Amperestunden komme. Aber was heißt mich verblüfft's? Ich wusste ja, dass bei den Lithium-Akkus schon 15% mehr Ladung reingeht mit ReMF-Charger. Aber mich freut es umso mehr, dass sich das jetzt hier bei den Lithium-Eisen-Akkus auch bestätigt. Also mit ReMF-Charger, so wie ich es hier messe. Wüsste nicht, wie es besser gehen sollte. Gut, wollen wir es mal dabei belassen. Ich denke, die Hauptinfos konntet ihr euch rausziehen. Bis bald.